Wir sind bei Farm Hofer, hier ist Steven Schneider. Hallo Herr Hallo. Schneider, wie geht's Ihnen heute? Fantastisch. Wo kommen Sie her? Hier aus St. Louis. Aus St. Louis. Sie sind schon ewig hier, würde man fast sagen. Ja, wie lange sind Sie schon bei Farm Hofer? Seit 2004. 2004. Hat man viel Erfahrung, viele Tapeten schon gesehen. Ja. Sie haben mir eben im Vorgespräch erzählt, Frauen entscheiden bei Tapeten. Ja, warum sind Sie denn jetzt als Mann hier und keine Frau? Entschuldigung, jetzt haben Sie mich. Ja, aber es ist doch so, ja. Ernsthaft. Sie haben eben noch gesagt, der Haussegen, der hängt eventuell schief, wenn der Mann die falsche Tapete auswählt. Ja, aber Sie als Mann jetzt, als Spezialist, ist es die Erfahrung, die Sie praktisch gewonnen haben über die Jahre? Ja, genau. Ich war auf vielen Schulungen, habe viele Tapeten gesehen direkt im Werk. Ja. Dort auch tapezierte Flächen und gerade mal nach der Zeit ein bisschen das Händchen dafür. Es gibt Tausende und Zehntausende, Millionen Tapeten, hätte ich fast gesagt, ja. Sie haben eigene Kollektionen ausgewählt, ja. Genau. Und die sehen wir gerade mal hier. Eigene Kollektionen heißt, Sie haben das Buch selbst zusammengestellt. Richtig. Sozusagen. Genau. Wir fahren also regelmäßig ins Werk, suchen uns dort die passenden Tapeten raus und setzen sie so zusammen. Was hat man denn selber zu Hause, wenn man selber Tapeten verkauft? Ist denn da die Raufaser noch vorwiegend oder sind Sie selbst experimentierfreudiger, wenn man ja vereinzelt sieht? Vereinzelt. Ja, vereinzelt. Also vereinzelt, je nachdem, was für ein Raum. Auch die Raufaser mal, aber das meiste tatsächlich tapeziert. Ja. Der Trend zu Tapeten, das war ja nicht immer so. Jetzt wird ja immer mehr tapeziert. Genau. Warum ist das so? Sind das so Trends, die kommen und gehen so ein bisschen? Und jetzt im Moment ist hohe Tapetenzahlen? Ja, also in den letzten Jahren haben die Tapeten qualitativ zugenommen. Was heißt das qualitativ? Besser geworden? Genau, ja. Also ist ein robusteres Material geworden und auch vom Design her. Die Hersteller wagen sich weitaus mehr. Ja, auch jetzt mal mit diesen knalligen Farbtönen. Ja, und das ist ja zulässig alles, das darf man. Ja. Zu Hause. Ich denke, das ist appliziert, sieht das wieder nochmal ganz anders aus, oder? Ja. Wenn es angebracht ist. Ja, genau. Türkis, ist das eine Trendfarbe? Wo kommen die Farben her? Wer setzt die Farbtrends? Gut, teilweise die Kleidungshersteller, aber hauptsächlich eigentlich die Kleidungshersteller. Genau. Spezielle Kollektionen haben Sie, genau. Nicht nur von Esprit, die zeigen wir uns mal kurz an. Die haben Sie schon länger, die Esprit-Kollektionen? Ja, da gibt es mittlerweile 11 Kollektionen davon, oder die 11. Da, aber es gibt jetzt was ganz Tolles. Ich bin ja nicht so der große Fernsehgucker, ich oute mich mal. Mhm. Obwohl wir ja Fernsehen machen, heißt das nicht, dass wir es selber sehen, aber Sie haben einen Star, der selbst im Fernsehen unterwegs ist. Genau. Es ist Guido Maria Kretschmer. Und im Vorgespräch dachte ich, ist vielleicht ein Boxer oder so. Nee, ist es nicht, sondern er ist ein Star aus einer Serie und der hat eine eigene Tapetenkollektion. Richtig, genau. Er hat die mitkreiert, mit der Firma Pickert und Siebert, hat dort seine eigenen Kreationen verwirklicht. Ein bisschen was Ausgefalleneres. Okay. Aber wunderschöne Muster. Schöne Farbtöne, ein bisschen was Dezenteres. Aber ja, auch mal. Ja, es muss ja auch nicht immer so krachen, oder? Es kann ja auch mal. Nö. Können Sie mal etwas weiter reingehen ins Buch? Das war mal Loft. Genau. Ja, ein bisschen was Dunkleres. Ich zeig das mal kurz, das wäre jetzt die Anwendung. Das mal sehen kann. Die Tapeten sind schnell da. Wie lange dauert das, wenn die mal geordnet? 2-3 Tage etwa. Zwei, drei Tage. Ja. Und die halten wie lange, die Kollektionen, wenn man nachbestellen möchte? 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. Im Durchschnitt. Das heißt, am besten dann noch ein paar Rollen mal auf Lager legen. Genau, entweder so oder es gibt so einen Beipackzettel, der ist immer dabei. Da steht alles Wichtige drauf. Es darf auch ganz bunt sein. Nena hat was rausgebracht. Richtig, ja. Da ist Nena. In Pink. Also wir zeigen mal nur einen kleinen Ausschnitt heute, weil wir könnten ungefähr 3 Stunden Tapeten zeigen hier im Raum. Ja. Was macht Nena? Ein bisschen was Retro, 80er, 90er. Flippige Farben, sehr kräftig, aber auch hier sehr schön. Auch da mal ein bisschen weiter rein. Mal gucken, ob es da noch härter wird. Oh ja, oh ja. Der Klassiker. Das ist ja original. Das ist das, was die Leute vor 20 Jahren rausgeschmissen haben. Ja, genau. Das kommt jetzt alles wieder. Richtig. Da ist es. Wie sind da die Reaktionen, wenn Sie das mal zeigen bei Kundinnen? Vor allen Dingen bei der jüngeren Generation kommt sie sehr gut an. Zustimmung? Ja. Keine Ablehnung? Genau. Ist ja schon gewagt, oder, so eine Tapete? Ja, aber ist wirklich sehr gefragt. Also. Bitte nochmal weiter, ich kann mich ja gar nicht satt sehen hier. Das ist. Oh ja! Na? Sind es denn auch die Kids, die auch mal mitkommen und sowas auch mitentscheiden für ihr eigenes Zimmer? Ja, also gerade die Kids sind sehr streng, was die Auswahl an Tapeten angeht.
Die suchen sie, also die wollen wirklich dann, da muss 100% passen. Ja, da hat die Mama dann auch wieder nichts zu sagen. Nee, oder? Gar nichts. Sehr, sehr schön, die muss es nur bezahlen. Genau, ja, richtig. Ist das schwer anzubringen, so eine Tapete? Ist das, nein, gar nicht. Gar nicht. Nee. Kann man mit eigenen Bordmitteln, kann man sowas machen? Ja, geht schon. Ein bisschen Handwerksgeschick braucht man halt, aber... Das heißt, wer einigermaßen Dübel in die Wand schrauben kann, der kann auch tapezieren? Der kann es lernen, ja. Und wenn nicht, Übung macht den Meister, richtig, oder? Genau. So ist es. Es gibt noch Zubehör. Also das heißt, nicht nur die Tapeten kriegt man ja bei Ihnen, sondern es ist ja einer der größten Farben- und Tapetenhändler hier im ganzen Saarland, sind Sie. Und wir schauen uns das nochmal kurz an zum Abschluss. Ja. Sie haben auch den entsprechenden Kleister. Richtig. Auch da haben wir uns drüber unterhalten. Ja, viele sparen da am falschen Ende, ja, und machen sich die Arbeit schwer. Wie kriege ich denn Tapeten ab, Alte? Gut, mit einem ganz klassischen Tapetenlöser, den man im Wasser anlöst, weicht die Tapete dann ein und kann sie wunderbar abkratzen. Das geht etwas besser als das bekannte Spüli oder ja. Wesentlich besser. Spart man Stunden oder genau. Einweichen, ja. Fertig. Das heißt auch der Kleber, das ist ganz wichtig. Was ist da so wichtig beim Kleber? Dass es einfach hält, oder? Dass die Anwendung... Genau, dass man halt den richtigen Kleister für die richtige Tapete wählt und dass das Ganze auch wirklich an der Wand bleibt. Mhm. Auch das ganze Zubehör, Sie haben hier die Spezial... Die Dinge, die man dann sonntags vermisst, ja, weil man sie vielleicht vergessen hat zu kaufen, die kann man hier... Wie ist da die Beratung? Ist die von A bis Z bei Ihnen? Ja. Das heißt, wenn jemand danach fragt, dann wenn eine geht Frage er hat, nicht raus ohne... Richtig. Alles klar. Wo findet man Sie? In Saarlouis in der Bahnhofstraße 5. Genau. Öffnungszeiten? In der Woche von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr. Vielen Dank. Das sagt Steven Schneider. Gerne. Er kommt vom Farbenhofer. Danke für das nette Interview.